Und damit herzlich willkommen zu Warframe. Atlas hat ja jetzt einige Veränderungen erfahren mit dem neuen Patch. Welche sind das? Der erste Skill und der zweite Skill sind sich immer noch sehr gleich. Mit dem ersten Skill machen wir den Landslide, geben dem Gegner eine Bitch Slap. Der zweite Skill beschwört immer noch unsere Wand, mit der wir uns ein bisschen schützen können und die von den Gegnern auch ganz gerne mal angegriffen wird, so dass wir halt von denen ignoriert werden. Der vierte Skill, wir beschwören immer noch unsere beiden Steingolems. Allerdings werden jetzt Gegner in einem gewissen Bereich um uns herum, wenn wir die Golems beschwören, direkt versteinert, was schon mal sehr nice ist. Größte Änderung liegt beim dritten Skill. Der wird jetzt nicht mehr gechannelt, sondern er wird direkt gecastet und Gegner in dem Wirkungsbereich werden auch direkt versteinert. Das gibt Atlas einen wirklich sehr geilen CC. Nächste Änderung wäre, versteinerte Gegner, wenn die kaputt gekloppt werden, lassen die Schutt fallen, die lassen Schutt liegen. Wenn Atlas diesen Schutt aufsammelt, also darüber wegläuft, bekommt er entweder Heilung oder, wenn er volles Health hat, einen sehr kurzzeitigen Armor-Buff. Womit wir beim leidigen Thema Armor wären, deswegen eingangs dieser kurze Vergleich, weil ich mir dachte so, Mensch, ne, Atlas, hol's nochmal raus, probier's mal aus mit den Neuerungen. Stahlfaser natürlich bei ihm drin, weil hat er immerhin 945 Rüstung, ist ungefähr eine Damage Reduction von 75%. Wir nehmen also nur 25% des eigentlichen Schadens. Gehe im Mode Survival rein, werde dreimal getroffen, down. Habe ich mir gedacht, so kann doch nie sein. Wie viel Schaden machen die? Deswegen habe ich das nochmal ausprobiert mit Stahlfaser und musste feststellen, es bringt einen Scheiß. Es bringt ehrlich gesagt wirklich irgendwie einen Scheiß. Es macht sich nicht wirklich bemerkbar, ob wir jetzt Stahlfaser haben oder nicht haben. Und von daher dieser sehr kurzzeitige Armor-Buff, den wir mit Atlas bekommen können, durch das Schutt aufsammeln, ich weiß nicht, lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Die Heilung ist ganz nett, aber auch die ist ohne eine sehr hohe Fähigkeitsstärke wirklich... Für den Arsch ist fast schon kaum vorhanden. Alles in allem würde ich allerdings sagen, ist es schon eine Veränderung, die Atlas gut tut, die ihn dann schon so ein bisschen besser spielbar macht, meiner Meinung nach. Aber trotz alledem sehe ich ihn nicht als Endgame Warframe oder als Endgame Frame. Absolut nicht. Dafür sind die Veränderungen einfach, ich möchte mal sagen, zu schwach oder zu gering, als dass man wirklich was mit ihm erreichen könnte. Was wir wirklich eher bräuchten, ist kein Damage-Buff oder ein neuer Damage-Patch. Was wir bräuchten, wäre ein vernünftiger Armor-Patch, damit wirklich Tank-Warframes, die über viel Armor verfügen, auch wirklich von dieser Armor profitieren können. Ich habe hier mal kurz meine Moddung von Atlas, wie sie momentan aussieht. Ich habe ihn zweimal polarisiert, um mehr mit ihm auszuprobieren, um mehrere Möglichkeiten mit ihm durchzugehen, müsste ich ihn nochmal polarisieren. Schrecke ich ehrlich gesagt vor zurück, weil ich nicht wirklich sicher bin, ob sich das lohnt. Ich finde ihn jetzt halt nicht so überragend, dass es sich lohnen würde, für mich bei ihm noch eine Former oder auch zwei Former noch reinzusetzen. Dafür ist er meines Erachtens nach einfach nicht gut genug. Diesen neuen CC, den er jetzt hat, schön und gut, hin und her, aber nein. Nein, so oft polarisieren werde ich ihn nicht. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht wird noch das mit der Armor geregelt. Vielleicht kriegen wir da noch einen Patch, dass die Armor wirklich tatsächlich was bringt und ein gemoddeter Atlas nicht genauso schnell umfällt wie eine ungemoddete Ember. Ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Man merkt es wahrscheinlich wie immer, ich habe mich total gut darauf vorbereitet, auf das Video, auf das, was ich sagen möchte. Kennt man ja von mir das Übliche. Ich rede halt einfach immer ein bisschen frei nach Schnauze. Finde ich besser, als mir da irgendeinen Text zusammenzulegen und zurechtzupacken. Ja, die Änderung an Atlas, wie gesagt, ich finde sie jetzt nicht ganz so pralle. Es macht ihn schon zu einem etwas besseren Frame. Im Midgame, Endgame sehe ich ihn immer noch nicht. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ja ein bisschen geholfen, sich selber eine Meinung nochmal über Atlas zu bilden oder sich vielleicht Atlas nochmal selber anzuschauen. Vielleicht hat der ein oder andere aber auch viel bessere Erfahrungen mit Atlas gemacht. Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten soll es das für hier gewesen sein und tschüss!